Zu meiner Rechten steht Jako und hier stehe ich, Felix. Och, und da vorne, das seid ihr und das hier, das sind die Was geht ab? Shorts. Sollen Männer und Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit bekommen? Darüber stimmt am Mittwoch der US-Senat ab. Dieser Gesetzesbeschluss trägt den Titel Paycheck Fairness Act und wurde zuvor bereits zweimal von den Republikanern verhindert. Würde der Gesetzesentwurf durchgesetzt werden, hätten Mitarbeiter das Recht zu klagen, wenn sie aufgrund ihres Geschlechts weniger Gehalt als ihre Kollegen bekommen. Die Demokraten sind für den Gesetzesentwurf, da sie gleiche Arbeitsbedingungen für Männer und Frauen schaffen wollen. Die Republikaner sind dagegen. Sie sagen, dass sie zwar für gleiche Bezahlung sind, der Beschluss aber unnötig sei. Schließlich gibt es bereits ein Gesetz, welches Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verbietet. Außerdem befürchten sie eine Welle von gerichtlichen Klagen. Die Lohnangleichung zwischen Mann und Frau ist ein wichtiges Thema bei der anstehenden Kongresswahl in Amerika. Im November werden dabei 36 Gouverneure, 35 Senatoren und alle Abgeordneten des Repräsentantenhauses neu gewählt. Wenn es die Republikaner schaffen, hier eine Mehrheit zu bilden, könnte das bedeuten, dass der Präsident nicht mehr regieren kann. Er hätte dann beide Häuser gegen sich. Mit dem Thema Lohnangleichung will Barack Obama versuchen, Frauen und Familien zu mobilisieren, da sie bereits bei seiner Wahl zum Präsidenten sehr wichtig für ihn waren. Da die Republikaner bereits zweimal das Gesetz verhinderten, wirft Obama ihnen vor, dass sie faire Voraussetzungen für arbeitende Familien blockieren. Um ein Zeichen zu setzen, dass Obama für den Paycheck Fairness Act ist, unterschrieb er am Dienstag zwei Präsidentenerlasse zur Einkommensgleichheit zwischen Männern und Frauen. Diese Erlasse betreffen zwei Firmen, die für die Regierung arbeiten. Sie müssen künftig angeben, ob Mitarbeiter, egal welchen Geschlechts oder welcher Herkunft, bei gleicher Tätigkeit das gleiche Gehalt erhalten. Außerdem dürfen die Angestellten nun nicht mehr bestraft werden, wenn sie mit Kollegen über ihr Gehalt sprechen. Für die Unterzeichnung wählte Obama den sogenannten Equal Pay Day, also den Tag der gleichen Bezahlung, aus. Dieser Aktionstag wurde in den USA im Jahr 1966 eingeführt, um auf die Gender Wage Gap aufmerksam zu machen. Seit 2008 gibt es das übrigens auch in Deutschland. Laut Statistik verdienen Frauen in den USA nur 77% von dem, was Männer erhalten. Kritiker behaupten allerdings, dass in dieser Statistik wichtige Punkte nicht berücksichtigt werden. Zum Beispiel, dass Männer oft in höheren Positionen arbeiten und deshalb mehr Geld bekommen. Das Problem sei also laut diesen Kritikern nicht die Bezahlung an sich, sondern die Ungleichverteilung von Männern und Frauen in Chefpositionen. Bei der Unterzeichnung der Präsidentenerlasse, die einen Tag vor der Abstimmung über den Paycheck Fairness Act stattfand, setzte sich Obama symbolträchtig in Szene. Because we, as a nation, love you back. Umgeben von vielen Frauen provozierte er die Republikaner. Die behaupten nämlich trotz der mehrfachen Verhinderung des Gesetzes für die Lohngleichheit zu sein. Obama forderte sie heraus. Beweisen Sie es mir. Sie können morgen damit anfangen und zu uns ins 21. Jahrhundert kommen. Obamas Appell an die Republikaner hat letzten Endes nichts gebracht, denn der Senat stimmte gegen den Gesetzesentwurf. 60 Stimmen wären nötig gewesen, doch nur 53 Wahlberechtigte stimmten für den Paycheck Fairness Act, 44 dagegen. Ob über den Entwurf noch einmal verhandelt wird, wird die Zukunft zeigen. Jetzt ist für Obama vor allem wichtig, dass seine Partei bei den Midterm Elections im November gut abschneidet. Und jetzt die Frage an euch, findet ihr es denn wichtig, ein Gesetz zu schaffen, das Lohndiskriminierung verhindert? Eure Meinung wie immer unten in die Kommentarbox. Hier gibt's jetzt wie immer noch zwei weitere Videos. Unter mir kann man fleißig abonnieren. Für Nerdstuff und alles weitere gibt es hier Textkalibur und alle Social Media Links wie immer in der Videobeschreibung. Yay, das waren die Was geht ab Shorts. Und wir tun jetzt auch was für unsere Lohndiskriminierung. Ich will mehr Lohn. Ich will mehr Lohn. Du willst auch mehr Lohn. Geh jetzt. Auch mehr Lohn. Ah.